Servus und grüßt euch zu einem neuen Captain Classics Video. Dieses neue Projekt möchte ich euch gleich mal vorstellen. Ist eine kleine Seltenheit mal wieder, eine Rarität, nämlich eine schwedische Primavera mit Batteriefach auf der linken Seite. Werde ich gleich sagen. Das heißt, die hat eine Seitenbacke wie die V50 Elestadt, wo dann die Batterie für die Blinker drin sitzt. Ganz cooles Teil. Blechmäßig relativ gut. Typisch am Boden hinten im Bereich von den Kreuzblechen, von den Traversen, ein bisschen was zu machen. Ein paar kleine Lichtarbeiten, ein bisschen was nachspannen, ein bisschen was nachschweißen. Und dann werden wir das ganze Ding im originalen Chinoblau lackieren und natürlich wieder komplett nachpatinieren. Sprich, die Zeit wieder zurückdrehen, damit das Ding auch authentisch ausschaut. So, jetzt schauen wir uns erst einmal die Basis von dieser coolen Kiste. Also wie gesagt, das ist eigentlich eine normale Primavera 125 mit dem entsprechenden breiten Smallframe-Lenkkopf und dem Primavera-Tacho und hat dann auf der linken Seite dieses Gepäckfach-Elektrofach, wo dann die Batterie drin sitzt. Ist absolut identisch von der V50 Elestadt. Hier den Halter, die Sicken drin, Kabeldurchführungen, zum Glück nichts durchgerostet. Ich kenne das Fach noch recht gut, denn ich habe schon mal eine Elestadt gehabt. Da haben sie leider das da innen alles rausgeschnitten gehabt, warum auch immer, zum Motor revidieren, was weiß ich. Und habe dann das alles da innen selber nachgebaut mit der ganzen Originalform. Also kommt mir noch sehr bekannt vor. Zum Glück ist der Originaldeckel dabei, der ist nämlich extrem rar und den sollte man nicht so rumschmeißen, aber er ist in guten Händen. Ja, dann haben wir hier eine Flick-Reparatur, das fieselt man natürlich wieder runter. Hinten sieht man, wie es drunter durch ist, da setzt man sauber was ein. Ständerlöcher ein bisschen ausgefranst, ein bisschen ausgelutscht. Da ist ich komischerweise mitten im Beinschild durch. Seltsamer Schaden, warum auch immer, vielleicht mal nicht drauf gekriegt. Machen wir natürlich auch. Kotflügel muss ein bisschen in Form, also ein bisschen Scheps. Beinschildrundung stimmt nicht ganz, da sind ein paar kleine Wellen drin. Da haben wir einen kleinen Schaden, nichts Dramatisches. Dann haben wir natürlich ein Original-Rücklicht dazu mit Aluminiumgehäuse, das auch in Fahrzeugfarbe mitlackiert wird, in dem Chinoblau. Und hier haben wir die Anbauteile. Diese werden in Aluminium-Silber lackiert, wie es original war und dann natürlich auch nachpatiniert. Lüfterradabdeckung, die Originalfelgen, die Trommeln und die Schwingfahne. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Spanglern. Dann gibt es nochmal die waren ein Zwischenporn vorm Lackieren und dann machen wir Farbe drauf. We'll be right back.
So, und dann kommen wir schon wieder zum Ende von dem Video. Das heißt, natürlich gibt es noch den Abschlusskorn vom Endergebnis. Das Ganze ist jetzt richtig schön nachpatiniert. Diesmal war die Prämisse, die Patina so dezent wie möglich zu halten. Meine ganze Extreme das letzte Mal bei der Hofmann-Lampe unten. Und ist natürlich mal wieder ganz was anderes. Habe natürlich auch geschaut, dass ich die alten Spuren wieder raushole. Nicht einfach nur irgendwas aus der Fantasie raus nachpatiniere, sondern habe natürlich ein paar Rostnarben wieder freigelegt und so weiter. Und dem Ganzen einen ganz feinen Hauch am Patina verpasst, schön an den Kanten und so weiter, werdet ihr es gleich sehen. Wenn ihr auch hier irgend so ein Projekt in der Art habt, bei dem ihr Hilfe von einem Profi braucht, wie immer WhatsApp, E-Mail, meine Daten findet ihr im Netz, www.capoclassics.de, Google und so weiter. Schickt es mir und schaut es mir an, dann besprechen wir das Ganze. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da, damit freuen, ist gut für den Kanal. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, euer Capo.